Bevor wir mit unserer Geschichte beginnen, möchte ich dir Piep den Pieper vorstellen. Du kannst sehen, dass Piep Flügel hat, genau wie ein Vogel. So kann er überall herumfliegen, und zwar sehr schnell. Piep der Pieper fliegt so schnell, dass er fast zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten sein kann. Und du wirst sehen, dass das sehr praktisch ist. Piep hat auch eine Nase, eine rosa Nase und zwei Augen. Auf seinem Kopf siehst du eine winzige Krone. Und wenn du gut hinschaust, siehst du, dass diese Krone aus kleinen Orgelpfeifen gemacht ist. Mit diesen kleinen Pfeifen piepst Piep seine kleine Melodie, die du während der ganzen Geschichte hören wirst. Schließlich hat Piep auch einen sehr schönen roten und gelben Schwanz. Der sieht hübsch aus, hilft ihm beim Fliegen und schützt ihn vor Regen und Sonne. Also sieht Piep aus wie ein Vogel mit einer Orgelkrone. Piep ist ein sehr lieber Vogel. Er hat gute Ideen, fliegt herum und pfeift allen Leuten seine Melodie ins Ohr. Nun kommt die Geschichte von Piep, dem Pieper. Vor langer, langer Zeit gab es in Griechenland einen sehr dicken und sehr lustigen Gott, der sich Pan nannte. Er war wirklich sehr, sehr dick und sehr, sehr lustig. Seine Lieblingsbeschäftigung war, Leute und Tiere zu erschrecken, indem er plötzlich aus einem Busch oder hinter einem Baum hervorsprang und sie überraschte. Und das gelang ihm immer, denn er war auch sehr, sehr hässlich. Er sah halb aus wie ein Ziegenbock und halb wie ein Mann. Wenn er dann plötzlich vor die Leute sprang, liefen sie entsetzt davon und das freute ihn unheimlich. Eines Tages ruhte sich Pan unter einem Baum bei einem Teich aus. Er hörte die Musik von Piep und sagte zu sich selbst, natürlich auf Griechisch, »Ach, das ist aber hübsch. Solche Musik möchte ich auch machen können.« So machte er sich auf den Weg und schnitt sich einige Schilfrohre, um Flöten daraus zu machen. Es war gar nicht so leicht, das Schilf zu schneiden. Pan fiel dabei ins Wasser und machte einen riesen Krach, der alle Enten aufscheuchte. Als er wieder aus dem Wasser gekrochen war, schnürte er alle seine Flöten zusammen und begann hineinzublasen. Die längeren Pfeifen machten tiefere Töne und die kürzeren hohe Töne. So konnte Pan zusammen mit Piep ganz schöne Konzerte spielen. Alle waren entzückt und hatten gar keine Angst mehr vor ihm. Von Zeit zu Zeit aber machte er trotzdem einen garstigen Lärm, um seine Zuhörer ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen, zu erschrecken. Es lebte dort auch ein sehr alter Erfinder. Sein Name war Ctesibios von Alexandria. Der ging gerne hin, wenn Piep und Pan zusammen spielten. Eines Tages flog Piep schnell zu ihm und flüsterte ihm ins Ohr, »Glaubst du, du könntest eine riesige Panflöte bauen, um ganz tiefe und stattliche Töne zu machen?« Ctesibios dachte, dass das eine sehr gute Idee war. Und auch er ging auf die Suche nach Schilfflöten, aber ganz große wollte er haben. Doch er fand keine, die ihm groß genug waren, oder sie gingen kaputt. Da versuchte er, sie aus Metall zu machen, und dann befestigte er sie aneinander, genau wie Pan es getan hatte.
Aber dieses Instrument war so schwer, dass er es nicht mehr tragen konnte. Da musste er ein sehr solides Gestell bauen und legte seine Riesenpfeifen darauf. Als alles fertig war, wollte Ktesibios versuchen, genauso wie Pan zu spielen. Er pustete und pustete. Aber die Pfeifen waren so groß, dass kein Ton herauskam. Er hätte die Lungen eines Elefanten gebraucht, um auf diesen Pfeifen zu spielen. Um genug Luft in die Pfeifen zu pumpen, musste er also eine Maschine erfinden. Zum Glück war er ein sehr einfallsreicher Erfinder. Er gebrauchte Wasserkraft, um die Maschine in Gang zu bringen. Es war eine gute Maschine, aber sehr kompliziert, sehr schwer, und sie brauchte Unmengen von Wasser. Das war schwierig, besonders in Griechenland, wo es nicht oft regnet. Erst viele hundert Jahre später erfand man eine Maschine, die man Blasebalg nennt. Diese Blasebälge waren manchmal sehr groß. In Deutschland, in Halberstadt, soll es so große Blasebälge gegeben haben, dass man 70 Männer brauchte, um sie zu betreiben. Piep dachte, dass alle diese quietschenden Maschinen sehr lustig und komisch sind. Sie machten oft so viel Lärm, dass man die Orgel fast gar nicht mehr hören konnte. Niemand weiß genau, wie Ktesibios seine Metallpfeifen baute, aber ich kann dir erzählen, wie man sie heutzutage herstellt. Man gießt das Metall so, dass es dünne Platten gibt. Dann rollt man die Platten und lötet sie zu, und schon hat man eine Röhre. Die macht man in allen möglichen Größen, für kleine und große Pfeifen. Der untere Teil einer Pfeife ist spitz, wie eine Eiswaffel. Diesen Teil nennt man Fuß. Da kommt die Luft hinein. Dann kommt der Teil, der wie bei einer Blockflöte das Pfeifen erzeugt. Das ist ein Schlitz, den man Mund nennt. Oben und unten an diesem Mund sind die Labien oder Lippen. Und manchmal sind an der Seite des Mundes kleine Metallteile, die Ohren heißen. Hin und wieder sind an der Unterlippe kleine Kerben, die sogenannten Zähne. Um die zu sehen, muss man aber schon sehr genau hinschauen. Die lange, schlanke Röhre darüber nennt man Körper. Einige Pfeifen haben dann noch einen Hut obendrauf. Wenn das ein Mensch wäre, gäbe es ungefähr das, was du auf dem nächsten Bild sehen kannst. Ein Geschöpf mit einem Fuß, aber ohne Beine, mit Mund und Ohren, aber ohne Kopf und einem Körper über dem Mund. Das ist schon ein sehr komisches Geschöpf. Jetzt zeigen wir dir verschiedene Sorten von Pfeifen. Zuerst die Bordunen oder Gedackte. Bordun heißt eigentlich Hummel, weil diese Pfeifen brummen wie eine Hummel. Gedackt heißt gedeckt, weil diese Pfeifen immer einen Hut tragen. Man macht sie auch oft aus Holz. Natürlich haben die Pfeifen in einer richtigen Orgel keine Beine und Arme und Flügel, und sie lächeln auch nicht und haben keine Augen. Guy Bouvet hat sie trotzdem so gezeichnet, damit sie netter aussehen. Auf diesem Bild sieht man auch Flötenpfeifen. Die sind ziemlich dick und haben einen süßen Klang. Die kleinen machen hohe Töne, die großen tiefe. Etwa so. Dann gibt es Pfeifen, die etwas weniger dick sind und sehr elegant aussehen. Die nennt man Prinzipale, das heißt Hauptpfeifen. Oft stellt man sie ganz vorne in die Orgel, damit man sie sehen kann. Viele Menschen glauben, dass es in einer Orgel nur diese Pfeifen gibt. Aber dahinter stehen viele andere, die man nicht sehen kann. Hier in Cuxhaven kannst du die Pfeifen zählen, die man sehen kann. Es sind 47. Aber in der Orgel hier stehen ungefähr 3300 Pfeifen. Das wissen nicht viele Leute. Prinzipale klingen so.
dem gleichen Bild kannst du noch schlankere, fast magere Pfeifen sehen. Die heißen Gampen oder Streicher, weil sie den Klang der richtigen Streichinstrumente nachmachen. Das gefällt vor allem den älteren Damen. Manchmal heißen sie auch Vox Celestis. Das bedeutet Stimme vom Himmel. In den Orgeln gibt es auch Pfeifen, die man Trompeten nennt. Die sehen wirklich so aus und klingen auch so ähnlich wie eine Trompete. Ganz große Trompeten heißen Posaunen. Die kürzeren Trompetenpfeifen klingen fast wie Entengeschnatter und heißen Regal oder Krummhorn. Für sie gibt es noch viele andere Namen, wie zum Beispiel Vox Humana, das bedeutet Menschenstimme. Und die klingen fast wie ein schreiendes Baby. Als Piep der Pieper alle diese Töne hörte, das Geschnatter, das Geschmetter, das Säuseln und das Streichen, dachte er, man müsste sie alle zusammentun. Das gäbe vielleicht ein Konzert. Aber um sie zusammenzutun, bräuchte ich ein schönes Haus, in dem sich alle wohlfühlen könnten. Das Pfeifenhaus nennt man Gehäuse. Die schönsten Gehäuse sind aus Holz, mit bunten Farben, Silber und Gold. So ein Gehäuse baute Piep. Das war sehr viel Arbeit. Man musste die Bretter sägen, die Nägel nageln, die Verzierungen schnitzen, alles zusammenleimen und bemalen und für jede Pfeife ein Plätzchen vorbereiten. Zum Glück hatte Piep der Pieper Flügel, sonst hätte er noch eine lange, lange Leiter gebraucht. Als alles fertig war, flog Piep durch die ganze weite Welt, um die Pfeifen in das schöne Haus einzuladen. Die Bordune schwirrten überall herum, wie ein Schwarm von Hummeln. Piep musste noch schneller fliegen, um sie alle einzuholen. Er erzählte ihnen von seinem schönen Gehäuse und dass sie dort alle zusammen wohnen könnten. Das fanden die Bordune gut und sagten, sie möchten da sehr gerne wohnen.
Als Piep endlich die Flöten fand, standen diese im wunderschönen Mondschein und träumten vor sich hin. Sie hatten überhaupt keine Lust, mitzukommen. Piep jedoch machte mit seinen Flügeln ein leichtes, kühles Windchen und plötzlich sagte die Flötendame: »Mich friert's ein bisschen. Vielleicht wär's in dem schönen Haus etwas wärmer.« So kamen auch die Flöten schließlich mit. Die kleinsten Flöten waren hoch auf den Bäumen und zwitscherten fröhlich. Aber in einem schönen Haus zu wohnen, das fanden sie sehr gut. Und sie sagten, sie würden gleich nachkommen. Die Regale, Schalmeien und Krummhörner und wie sie alle heißen, spielten im Teich mit den Enten. Sie tauchten und schnatterten und bespritzten einander im Wasser. Nach dem Wasserplausch gingen sie auf die Wiese zu den Schafen und spielten Hirtenmusik. Aber auch sie versprachen Piep, dass sie nachher in sein Haus kommen wollten. Die mächtigen Posaunen und Trompeten hatten gerade eine große Parade organisiert. Und es war so laut, dass sie Piep fast nicht hören konnten, als er mit ihnen reden wollte. Doch als er sich endlich verständlich gemacht hatte, wollten sie gleich in sein schönes Haus hineinmarschieren. Thank you.
Kennst du das? Du schaust nach oben zu den Wolken und würdest am liebsten einmal mitfliegen? Dort oben waren die Streicher auf den Wolken und spielten himmlische Musik, wie im Paradies. Sie fühlten sich auf den Wolken so wohl, dass es sehr schwierig war, sie wieder hinunterzuholen. Sie wollten dort einfach nicht mehr weg. Was Piep ihnen wohl alles von dem schönen gemeinsamen Haus erzählt haben mochte. Schließlich gelang es ihm, sie doch zu überreden. Du kannst hören, wie sie immer näher kommen. Die Prinzipale oder Hauptpfeifen waren alle in der Kirche, meditierten und spielten fromme Lieder. Zusammen mit ihnen war da auch noch ein sehr schönes Register, welches sich Kornett nennt. Das Kornett geht immer in Gruppen von 5 Pfeifen, so wie die 3 kleinen Schweinchen immer zu dritt sind. Die 5 Pfeifen sind aber so gut zusammengestimmt, dass man nur einen einzigen Ton hört. Jetzt waren alle in das schöne Haus eingeladen. Die Gäste trafen ein, Pfeife nach Pfeife, und konnten sich in ihrem Plätzchen einrichten. Selbstverständlich hatte Piep der Pieper den garstigen Gott Pan eingeladen und auch den alten Ktesibios von Alexandria. Und dazu noch einen ganz besonderen Gast namens Johann Sebastian Bach, der sehr begabt war und viele wunderschöne Orgelstücke komponiert hatte. Dem garstigen Gott Pan war das aber total wurscht und er versuchte sogar Herrn Bach mit furchtbaren Gesichtern zu verschrecken. Ktesibios war ganz entsetzt. Sieh mal auf dem Bild. Herr Bach hatte für diese Gelegenheit ein sehr schönes Stück komponiert und er versammelte alle Pfeifen um sich, um ihnen zu erklären, wie das nun laufen sollte. Es ist gar nicht leicht, die Stücke von Herrn Bach zu spielen. Damals spielte sie Herr Bach selbst. Und so war es nicht allzu schwer. Aber heute wird Guy Bouvet spielen und er musste dafür viele Stunden üben.
Herr Bach wollte ganz bestimmte Pfeifen an ganz bestimmten Momenten hören. Und er gab allen sehr, sehr genaue Anweisungen. Zuerst soll das Gedakt spielen. Dann die kleine Flöte. Dann die Trompete. Dann das Fagott. Dazwischen immer wieder das Entengeschnatter. Und dann alle anderen nacheinander. Bis zum Schluss alle gleichzeitig spielen. Das macht einen Höllenlärm. Als dann alle bereit waren, sagte Piep der Pieper: Achtung, fertig, los!